So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider natürlich. Ja, es war jetzt mein dritter Versuch und ich glaube, ich habe es diesmal zumindest, denke ich habe es hingekriegt. Und es lag nur an diesem Schwellewert von der automatischen Verringerung vom Mikrofon, dass es ständig rumgespackt hat. Ich hoffe, das war es jetzt auch. Ja, bin gerade nur von dem Punkt 1 zu Punkt 2 gelaufen. Es war ungefähr 5 Meter. Ist natürlich nichts gemacht. Also nicht wundern, wenn ich jetzt an einem anderen Punkt bin, als ich letztes Mal aufgehört habe. Ich werde jetzt diese 30 Sekunden Videos, die ich vorher kurz versucht habe, nicht mit übernehmen. Von dem her ist nichts passiert. Ich habe nichts verpasst oder so. Ja. Ich werde jetzt einfach hier direkt weitermachen und hoffe, dass das Soundproblem jetzt der Vergangenheit angehören. Diese komischen Meerschweinchen. Ja, strange. Also wir sind im Endeffekt natürlich hier gelandet, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Riesenmeerschweinchenhaut. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir noch mal rausgefunden, wie die Dinger heißen, ne? Weiß ich schon gar nicht mehr. Die Schwellen werde ich jetzt einigermaßen passend, so dass es trotzdem noch runter geht. Aber ja. So müssen wir hin. Ich gehe jetzt mal zum Ziel. Hier, ja, der Schlucht, aber ist das Richtung Wasserfall? Okay. Der Wasserfall geht wohl nicht hoch, aber fährt hier irgendwo. Na. Da sind die Meerschweinchen immer rein in diesen Busch. Da geht's hoch. Ist auch nichts. Meerschweinchen. Pfeile krieg ich keine mehr raus, ne? Ah, scheiße. Ah, guck mal, hier komme ich drauf. Hab ich ganz so gesehen, ey. Genau, hier bin ich gerade runter. Da ist jetzt schon, ja, schon. Kommt er auch? Hui. Leicht wie eine Feder springt er hier rüber her. Respekt. Ein Update für die Karte, sehr gut. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest.
Los, mir nach. Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen auf. Ich mach schon. Riegelt den gesamten Bereich ab. Yes, sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wow. Ja, okay, das ist also. Ich dachte, kann wenigstens auch rüber zu Jonah, hallo? Als ob die uns gesehen hätte, ey. Lächerlich. Ich kann wahrscheinlich an der Wand entlang weiter, ne? Jetzt automatisch in die Deckung hier rein. Erstmal dran gewöhnen ein bisschen. Ruhig alle. Da steht noch einer. Wir müssen verschwinden. Du gehst nach links und übernehme ich. Versteck dich. Hey, Jenny. Sie sollten zuerst die Gruppe prüfen. So weit rechts. Hey, okay. Wieder zu petzen oder was? Ich wollte ihn noch abschießen, aber irgendwie habe ich meinen Bogen nicht mehr. Und tot, ey. Zwar wieder runtergeflogen und direkt tot. Oh nein, das kannst du dir abschminken! Hat jetzt den Bogen kaputt gemacht aussehen oder was? Wo ist jetzt hin? Er. Keine Ahnung. Ja, kann ich jetzt noch so? War waffendicht? Das heißt, er verheilt. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Das Bogen. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Leute, ich muss ganz kurz mal auf die Toilette, ey, ganz dringend, wirklich. Sorry, aber ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen muss ich viel trinken und muss oft auf die Toilette. Pardon. Ich beeile mich, ich bin sofort wieder da.
So, bin wieder da. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ah, okay, müssen wir auch gleich weit. Alles klar. Tausend Sachen, die du hier einsammeln kannst, ey. Ich habe echt viel zu viele brennbare. Okay. Also was? Bogen auswählen. R1 gedrückt halten. Das war's. Okay. Ach, X sind normale. Ne, was ist das? Kann ich nochmal. Nochmal Feuerpfeile? Kann auch irgendwo noch diese normalen Pfeile immer auswählen, ne? Waren das vorhin? Ah, R2. Wenn ich R2 hatte, dann stelle ich normale Pfeile her. Komm schon, gehen wir. Es kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Unmöglich. Ich kann nicht mehr. Her. Da unten sind Leute. Du übernimmst das Reden. Wo wir in der Nähe verbringen könnten. Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen schon mit? Definitiv nicht. Ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Und übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollen. Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja. Unbedingt wie ein typischer Archäologe. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Bahnt sich da was an? Wo habt ihr das her? Mexiko. Dieses Symbol schon mal gesehen. Oh, Zufall. Hier sind ein paar Ruinen. Ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Oh, aber klar. Doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Oh, ach, wieso musst du dich ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Ich muss die Gelegenheit beim Schaufel packen, hallo? So, was machen wir hier? Neu hier, gewöhnlich an eine Menge nichts tun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kran versenkt.
Ja, den Sturm haben wir auch mitgekriegt, ne? Komm, da ganz gut. Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte. Damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Sehr nette Leute. Da passiert mit Sicherheit nichts. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Kovakriaku. Das ist gut. Bergungsgut ist gut. Das wird bergungsschlecht heißen. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kovakriaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar. Halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Alright. Jetzt hast du Nebenquests hier offenbar, ne? Oh. Gott sei Dank. Das Lagerfeuer nicht vergessen. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Ein neuer Fähigkeitspunkt. Was geht denn aus? Das klingt ja schon mal nicht ganz schlecht, ne? Durch eine von Wahrnehmungspflanzen können sie Beute und natürliche Ressourcen in der Umgebung aufspüren. Ja gut. Das ist nicht so spannend. Das habe ich ja schon, also das weiße. Ne, was habe ich jetzt gemacht? So, das sind die, wo ich schon habe, ne? Das habe ich auch schon, okay. Das habe ich wieder. Springen, Stütze, bla bla, kann er schwimmen. Okay, schon ist mein Atem. Das ist ja gut. Schlecht ist auch nicht. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Irgendwie, was sie spannen ihren Bogen schneller und kürzen Zeit. Okay, das kann man eigentlich mal machen. Dann sparen wir lieber noch auf einen, noch einen Punkt speichern. 2 Upgrades verfügbar für den Bogen. Was geht hier? Ah, da brauche ich irgendwelche Fälle oder irgendwelche Heute. 4 von 1, das ist aber offenbar irgendwelche anderen. Zielgeschwindigkeit, Haltezeit, den kann ich länger halten, ne? Noch die Feuerrate hier können wir verstärken. Dann brauchen wir noch irgendwas dafür. Pistol, was kann man hier machen? Nix. Na, hier geht nix. Dann verstärken wir das hier. Schaden. Schaden ist immer gut. Schaden erhöhen. Das kann man nicht erhöhen, da fehlt uns was. Feuerrate ist auch immer gut.
Flitterisch. Flitterisch reicht leider noch nicht. Okay, fast aber. Ist okay. Oh, Pistole kann man jetzt nichts mehr machen. Okay, aber das auch gemacht. Schnellreise. Schauen wir, was hier noch so gibt. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen gehen sie zum Fluss. Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Aber der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach. Okay. Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. Alright. Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Monolith. Schwimmen kann ich ja theoretisch auch, ne? Also ich werde im Wasser noch irgendwas entdecken. Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren, aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nichts. Ich weiß, aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Kein Problem. Dann gehe ich halt wieder aus eurem Haus raus. Was geht da? Treibstoff für die Zukunft, eine Theorie über Ölaufbereitung, alright. Oh Mann, mhm. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Es wäre großartig, diese... Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Alright, ich gehe mal gleich zu dem rein, ich komme sofort wieder. Ich muss mal, es geht nicht, ich habe echt irgendwie Blasenschwäche oder sowas, keine Ahnung. Ey.
Oh Mann, ey. Oh, krank von der Scheiße, ey. Das Gefühl, ich muss aufs Klo, obwohl ich gar nicht aufs Klo muss. Oh nein. Green Screen, bleib. Bleib hängen. So, was machst du also hier für eine Scheiße mit den Leuten? Soll ich überhaupt aufs Maul hauen? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Oh, ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Die Antwort ist dieselbe. Das Fenster kaputt machen irgendwie. Witzig. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Was für eine Bar? Was ist eine Bar? Was soll hier eine Bar sein, aber so? War es da oben, wo ich herkam, oder? Also kommt auf jeden Fall Musik, also kann schon sein, dass es da oben ist. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und den habe ich schon gelabert. Ah, guck mal, da ist einer. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du... Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Was muss ich jetzt machen? Für ihn arbeiten. Also anstelle von ihm. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Schon jemand mit der Gesamtsituation unzufrieden offenbar, ne? Wo die das ganze Zeug hinsteckt. Was ist das? Weißes Pulver? Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kongos beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das.
Der Adler. Böse Adler. Witziger Frosch. Blauer Frosch. Cool aus. Oh, was war da noch? Zum Ausgraben. So war ich das nicht. Sag mal in die Häuser rein. Guck, was ich da klauen kann. Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden. Glaub ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Ja. So arg viel anders würde ich mich auch nicht zeichnen. Mein Mörser gierig hat den Dolch rausgezogen. Hm? Weißt du, so ganz chillig hier aus. Ich glaube, das Internet wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Aber ansonsten, finde ich gar nicht so schlimm hier. Gut, wenn ich jetzt da war, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so schön sein. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich einmal im Kreis rumgelaufen. Jetzt muss ich mal irgendwo einen Marker hin, oder? So, was kann man jetzt machen? Da drin ist wirklich jemand. Da habe ich auch schon mit der. Mit dem habe ich auch schon gequatscht. Mit der. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, hier komme ich ja her, ne? Ist das ein Symbol? Oder ist hier mein Kumpel, ne? Nö. Was ist das? Natürlich jetzt auf die Karte nachschauen, was dann symbolisch ist, aber das will mal überraschen. Muräne heißt das Scheißviech übrigens. Wenn ich mal an die Gurgel ging. Ich bin wieder eingefangen gerade eben, weil ich das Viech da wieder unter Wasser rumgurgeln muss.
ist denn symbolisch, dass ich das habe ich noch nie gesehen, ne? Alle Jahre, wo ich tue, das habe ich noch nie gesehen. Schau doch auf, ne? Banditensorgen, das ist eine Nebenquest, oder? Schätze ich mal. Ist die von dem. Der Typ, den sein Sohn jetzt für den schaffen muss, oder? Keine Ahnung, Banditensorgen, kein Plan. Kein Plan. Verbarrikadiert. Natürlich. Achso. Ah, da brauche ich irgendwie. Ah, ne, den kann ich doch. Feuer, Feuer! Sag mal, wo liegt denn, ey? Sollten jetzt in der Krypta, ne? Hier geht's wohl nicht weiter. Oh Gott, nein! Ich hab's gekriegt, aber scheinbar muss es erhalten, ne? Irgendwie. Ja. Was mache ich denn falsch, ey? Schnell dran! Ah ja, gut, okay. Ich bin irgendwie nicht so richtig gesprungen deswegen, ey. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Bestimmt. Schön daneben gejumpt, ey. Komm, man entscheidet zwischen rechts und links, bin ich halt in die Mitte geklopft. Ach Gott, oh, lässt automatisch los. Warte mal, so hin und her schwingen, ey. In Ruhe, Alter. Der Tomb Raider ist echt immer so, ich sterbe immer einfach aus Dummheit so. Ich weiß, was ich tun muss und mache aber irgendwie dann falsch. Yeah.
Tag gemacht. Da liegt wieder eine. Ich weiß schon, ob ausgemacht. Bisschen Gold. Kann nicht schaden. Hui. Da hätten wir. Gab es keine solche Statuen mehr. Ich fand jetzt was von 1 von 3 oder so. Ich bin auch getäuscht. Das ist für die ganze Umgebung hier gedacht. Auf jeden Fall, also war auf jeden Fall nicht da, wo ich gedacht habe, dass ich hinkomme. Ich muss irgendwie da nach links rüber. Oh, hier ist auch noch jemand. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Was macht die da eigentlich? Wärmt die eigentlich ihre Hände an dem Teil? Keine Ahnung. Ah, komm, wir gehen noch so unten durch, oder? Ja. Das ist der richtige Weg. Das ist gut, oder? Oh, das war uns eine Statue. Was ist das? Oh mein Gott. Ist das der Sohn, oder was? Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Verschwinde von hier. Kann ich mich eigentlich so einreiben mit diesem Schlamm, oder? Das klingt gar nicht gut. Ich muss jetzt auf jeden Fall killen, ohne dass die mich mehr... Oh, okay. Scheinbar scheißegal. Ja.
Zeigst du Nachladen gedrückt? Konservendose? Achso, das ist eine neue Kanade. Ich hab schon nur eine immer geworden. Wir beide machen, oder? Lebt er noch? Jetzt lebt er definitiv nicht mehr. Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Kann man den nicht, ne? Kann man nur... Jetzt ist Schluck. Ah, jetzt ist Schluck. Da kann es wer wegtragen. Zu viel. Was geht bei euch? Pack deine Sachen und geh zurück. Sei gesichert. Zu viel Red Dead Redemption gespielt, alle. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Völlig unnötig, aber das ist okay. Ah, jetzt sehe ich's. Muss ich halt irgendwie da hoch jetzt. Da hoch? Nee. Das muss ich dann eher von oben da runter sein, oder? Ich will da jetzt hoch, hallo? Komm mal jetzt hoch. Ich gehe nicht da drüber über die Mauer, ich will da hoch auf die Mauer, Mann. Nein. Ja, halt so, ey. Ja, shit. Nein, du kannst nicht da hochklettern, kannst du hochklettern, wo ich dir sag, wo du hochklettern kannst. Ach. Nee, das geht offenbar nicht. Offenbar nur so gedacht, dass ich es von hier von oben nach unten machen kann, aber so anders schon geht es nicht. Bisschen doof. Gucken wir da oben drauf. Von hier? Nee, das ist zu weit. Da kann ich jetzt nicht springen. Naja, komm. Und geh mal zurück. Schon noch früh genug dahin kommen. Was wollen wir halt diese Banditendings da, oder? Da hin. So, da hinten. Komisch. Jetzt gehe ich erstmal meine Quest abgeben, oder? Oder muss ich es überhaupt, oder? Ist automatisch.
Jonah. Hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich würde Lisa in der Tiefe rufen. Ich bin gleich da, Lara. Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schlupf kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Es war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen. Auf zum Atem. Götter. Ich glaube, mach Schluss für heute, ey. Mir geht's gerade echt nicht besonders. Und auf Slow muss ich auch schon wieder. Mir tut's da echt ein bisschen weh. Ich glaube, ich hab Angst, dass ich so ein bisschen Blasenentzündung oder sowas habe, ey. Ich will zu sehr ins Detail gehen, aber. Ich habe das Gefühl, ich muss voll drehen aufs Klo, wo ich gerade war. Und dann, wenn ich gehe, muss ich erst nicht. Gefällt dir irgendwas? Okay, hier ist noch der Händler. Dann wissen wir jetzt auch, wo der ist. Ein bisschen Munition kaufen oder neue Waffen. Ich gehe mich hier ein bisschen um. Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich. Tut mir leid, dass ich gestört habe. So, dann können wir uns noch hin. Wo waren das jetzt? Oh. Hallo? Richtige Spukhöhle. Wo war das jetzt? Das ist auch noch neu. Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet. Er hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Es gab Stromausfälle. Es tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Wenn du wüsstest. Wo ist denn jetzt der Typ, den ich suche? Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Hey, warte mal. Ich bin jetzt irgendwie ein Dreher drin. Warte mal. Wo war der denn? Hier. Okay, hier war der Typ und dann. So, dann muss ich wieder zurück zur Bar. Wahrscheinlich. Achso, jetzt hat es das. Ich war schon richtig bei dem grünen Marker. Das ist nur der Marker wieder hierher versetzt, weil ich sie abgeschlossen habe, ne? Ja. Ich bin gewundert, ey. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren. Als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt, nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Flussfalke. Wo geht's hin? Ich guck mal zum Feuer und schau mal zur Waffe noch kurz an. Dann passt es auch mit dem Aufwand für heute. Neue Fähigkeitspunkte auch gekriegt. Wird ja auch jetzt geguckt. Oh ja, Tatsache. Was wollte ich machen? Nächste Waffenupgrade-Stufe. Okay, werde ich euch eine Stufe aufladen vom Bogen. Braucht man das momentan schon? Das ist echt ein Rucksack. Dreierfasse Ziele. Okay, mach das einfach mal. Ich habe eh drei Stück, okay, dann spare ich dann noch eins.
Speicher noch 2. Mit 3 braucht, ne? Ja, okay, die Feuerrate und Transition gehen halt extrem runter, die führt halt einen krassen Schaden. Ja, ist eher so eine, das ist Igel ähnliche Waffe, ne? So, das ist cool aus, auf jeden Fall. Ich finde es ganz nice. War auch gleich verfügbar. Ja, da brauche ich 8 Stück. 8 so Pelze. Oh, Chips soll ich jetzt nicht. Mach jetzt die Waffe hier an. Schaden geht nicht, da brauche ich das Feuer dafür. Schießpulver oder sowas, ne? Präzision kann auch nicht schaden. Auch noch aufgerüstet. Alles gut, ich sag, war heute ein bisschen kürzer. Gut, letztes Mal war auch schon ein bisschen kürzer, aber heute war es ein bisschen gesundheitsbedingt kürzer. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen, bin echt ziemlich K.O. Merkt es dann doch, auch wenn man nicht so schwere Arbeit verrichtet, sondern nur ein bisschen streamt oder so, ist trotzdem anstrengend auf Dauer. Ja, aber ich schaue mir jetzt morgen Mittag ein bisschen besser geht, man muss hoffentlich auch ein bisschen besser ist, dass ich da mal ein bisschen fett länger ein Video mache und ja, dass wir da mal irgendwie ein bisschen zügiger vorankommen mit dem Ganzen. Also Spaß macht es definitiv, also habe ich auf jeden Fall Bock da drauf und morgen Abend auf jeden Fall geht es dann weiter auf YouTube mit Spyro. Mit der Svenja natürlich. Dann sage ich wie immer, danke fürs Zusehen. Sorry, jetzt voller Hustanfall. Zum Schluss natürlich. Jo, danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und adieu.